Die Flacherdler haben es ja schon immer gewusst. Die Erde ist gar keine Kugel. Was aber die wenigsten Flacherdler wissen, das hat man im 18. Jahrhundert schon gemessen. Belügt uns dieser Globus hier? Ist die Erde gar keine Kugel? Also ich rede jetzt hier nicht von den Gebirgen. Hier das Himalaya-Gebirge zum Beispiel mit Mount Everest, 8848 Meter. Ist das die Abweichung? Nein, nein. Also auf diesem 30 cm Globus hier wäre der Mount Everest nur 200 Mikrometer hoch. Also das ist die Korngröße von 80er Schleifpapier. Mittelfein ist das für diejenigen, die sich auskennen. Nee, nee, es ist die Frage, ist die Erde denn eine perfekte Kugel? Und das ist sie eben nicht. Es gibt Abweichungen von 42 Kilometer. Bei diesem Globus hier würde das bedeuten, es sind 2 Millimeter. Das wäre also in der Tat messbar. Und wenn man das nicht berücksichtigt, dann hätte man mit jedem Navigationssystem auf unserem Planeten richtige Probleme. Wie kommt das nun? Was für eine Form hat denn jetzt die Erde? Und warum? 1666 wurde in Frankreich die Akademie der Wissenschaften gegründet. Und in den Jahrzehnten danach haben sich die Franzosen zum Ziel gemacht, mal zu messen, was für eine Form hat die Erde. Also man wusste ja schon von den Entdeckungsreisen, dass sie eine Kugel sein müsse, aber wie ist denn nun die genaue Form? Und man machte dafür Landvermessungen, das heißt von Perpignan im französischen Süden über Amiens nach Paris bis nach Dünkirchen maß man und stellte fest, dass im Süden der Abstand zwischen zwei Breitengraden größer ist als im Norden. Mit anderen Worten, die Erde müsste als Ganzes die Form einer Zitrone haben. René Descartes, der führende französische Philosoph seiner Zeit, brachte auch sofort eine Erklärung auf den Markt, nämlich der Äther ist dafür zuständig. Der Äther, ja, also der Äther ist ja der Grund, weshalb die Erde sich um die Sonne herum bewegt. In sehr komplizierten Spiralbewegungen treibt der Äther quasi die Erde um die Sonne. Und dieser Äther drückt eben auf den gesamten Erdkörper und vor allen Dingen am Äquator drückt er die Erde eben zusammen. Damit war alles klar. Wir haben eine französische Messung, wir haben eine französische Erklärung, Vive la France, damit war eigentlich alles durch. Nur es gab Zweifler. Christian Huygens in den Niederlanden und Isaac Newton in Großbritannien waren der Meinung, wenn dieser Erdkörper nicht total steif ist, dann müsse er aufgrund der Rotation und damit aufgrund der Fliehkraft am Äquator einfach ein bisschen bauchiger sein. Tja, das haben die Franzosen natürlich aufgenommen als eine Art von Duellforderung. Das nehmen wir an. Und es wurden Expeditionen losgeschickt. Einmal nach Lappland und einmal, also am Polarkreis oben, und einmal nach Südamerika an den Äquator, um zu messen, wie die Form der Erde tatsächlich ist. Die Expedition in Lappland, die war nach einem Jahr schon wieder da. Die Expedition aus Südamerika brauchte 10 Jahre, um zum Ergebnis zu kommen. Und zwar zu dem gleichen Ergebnis, zu dem die Lappland-Expedition kam, dass die Erde nämlich tatsächlich, genauso wie Huygens und Newton das gesagt haben, ein Rotationsellipsoid ist. Also am Äquator ein bisschen breiter als an den Polen. Also letztlich einfach nur so ein bisschen zusammengedrückt, die Fliehkraft zieht das Ding auseinander. Tja. Also heutzutage misst man unseren Erdkörper mit Satelliten. Und zwar mit extrem hoher Präzision. Und heute spricht man, naja, von einer Kartoffel. Wobei die Abweichungen vom Rotationsellipsoiden jetzt nicht sehr groß sind. Aber erstmal, wie kommt es überhaupt dazu, dass unsere Erde dann doch eben so Dellen und Hügel hat, offenbar im Erdkörper? Es hat damit zu tun, dass die ozeanische Kruste, also die Kruste der Meere, wo die Meere drüber liegen, die ist schwerer als die Kontinentalkruste. Das führt übrigens dazu, dass die Kontinentalplatten sich bewegen, weil an den ozeanischen Rücken tritt ja das Erdinnere, also das Material aus dem Erdinneren auf und fällt dann unter die Kontinentalplatten, drückt sie damit quasi auseinander. Das ist übrigens der Grund, weshalb es keine ozeanische Kruste gibt, die älter ist als 200 Millionen Jahre. Das kommt da raus, bewegt sich und führt in den Subduktionszonen dazu, dass sie sich wieder im Erdinneren irgendwo versammelt. Das ist ja der Grund für die Erdbeben, die an den Ring of Fire zum Beispiel hier im Pazifik, aber auch an etlichen anderen Stellen der Welt stattfinden. Das ist das eine. Das andere ist, dass schwere Elemente sich an manchen Stellen im Erdinneren einfach ansammeln. Es geht um die Inhomogenitäten, die schlussendlich auch zu Inhomogenitäten in der Form führen. Allerdings sind die Abweichungen wirklich gering. Also, ich meine, das muss man schon sagen, das ist dann schon sehr genau. Also die Abweichungen sind 110 Meter. Hier auf dieser Kugel wären das 5 Mikrometer. Das ist so gut wie gar nichts, wenn man sich überlegt, dass ein Blatt Papier schon 100 Mikrometer dick ist.
Wen das Thema interessiert, auf dem Terra-X-Kanal Natur und Geschichte gibt es jetzt das Video Die Vermessung der Erde. Dazu waren wir in London, in Greenwich, also am Nullmeridian. Wir waren in einer Fabrik, wo man Globen mit der Hand bemalt. Also tolle Sachen und guckt es euch an. Ich würde mich freuen.